damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Division. Wir sind immer noch im Untergrund, aber bleiben da heute nicht. Wir gehen nämlich mal direkt nach oben, was vielleicht vielen von euch, also mir auch, was an vielen einfach vorbeigegangen ist, ist, dass endlich die Season Pass Events implementiert wurden. Die wurden damals zu Release-Zeiten wurden die halt versprochen, dass Besitzer des Season Passes halt an speziellen Events teilnehmen können. Und ja, seit dem Release hat man eigentlich nichts mehr davon gehört. Das Ganze ist dann irgendwie in Vergessenheit geraten, so mehr oder weniger. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Das Ganze ist nun für Besitzer des Season Pass implementiert und wir gucken uns das Ganze mal an. Ich habe selber noch nicht gesehen. Ich habe die Nachricht quasi dafür gesehen, habe aber immer gedacht, dass das irgendwie so eine Art Bug ist, dass ich auf einmal in der normalen Welt Nachrichten aus der Dark Zone bekomme. Aber dem ist gar nicht so. Das Ganze ist nämlich tatsächlich diese Ladezeiten. Das Ganze ist nämlich tatsächlich einfach nur der Hinweis auf diesen Event. Leute, die den Season Pass nicht haben, werden das Ganze wahrscheinlich auch nicht sehen. Also dürften sie ja eigentlich nicht, because of a Season Pass Event. Alle Leute mit einem Season Pass können das Ganze sehen. Das Ganze ist jetzt nicht, also wir gucken uns das Ganze an. Ich habe halt gelesen, um was es sich da handelt. Das ist jetzt auch nicht so der Mega-Hammer. Aber wir schauen mal. So, eigentlich müsste ich hier jetzt gleich... Eintreffende Nachschublieferungen. Lade Koordinaten hoch. Genau, da sind die Nachschublieferungen, die ich eingetroffen. Und zwar ist dieser Event, das soll die erste Phase der Season Pass Events sein. Und diese erste Phase besteht nun daraus, dass jeweils immer zum 15. und zum 1. eines Monats eine Nachschublieferung für den Besitzer des Season Passes in der normalen Welt landet. Also nicht in der Dark Zone. Wir bekommen jetzt irgendwo in der normalen Welt eine Nachschublieferung. Die wird von Level 32er Gegnern bewacht. Und da sind gesichert 3 Items in Set-Qualität, in High-End-Qualität drin. So sagt man jedenfalls. Denn schauen wir uns das Ganze mal an. Nachschublieferung kommt. Müsste auf der Map ja jetzt irgendwo zu sehen sein. Ah, da pinkt was. Da ist sie. Das, kann man fast schon zu Fuß machen. Ich port mich trotzdem mal hier hin. Das Ganze ist natürlich eine nette Sache. Je nachdem, was für Items da drin sind. Also die Items, die in dieser Nachschublieferung sind, skalieren natürlich mit eurem Gearscore. Deshalb kriegt ihr natürlich fettere Sachen. Umso fetter ihr ausgerüstet seid, umso fettere Sachen bekommt ihr. Das ist ganz klar. Sind sie da schon? 200 Meter, das dürfte nicht sein. Ja, das Ganze ist ganz nett. Also es ist generell ganz nett, dass man endlich mal was reingebracht hat, was man schon... Muss mal eben ein bisschen den Sound runterregeln. Was man halt schon lange eigentlich versprochen hat. Und da kann man jetzt wieder sagen, Ubisoft, schönen Dank. Das ging jetzt aber auch sehr schnell. Weil ansonsten ist nach wie vor meine Meinung, ähnlich wie zum DLC, das Thema, lohnt sich der Season Pass, dazu hatten wir ja auch schon ein Video hier auf dem Kanal, das ist halt, ja, das ist halt auch wieder dieses Ding, wenn man Bock auf das Ganze hat, soll man zugreifen, wenn nicht, dann nicht. Wobei man, also ich habe mir damals die Gold Edition geholt und konnte da ja nun auch noch nicht wissen, was da geliefert wird. Aber so ist es mit jedem Season Pass am Ende des Tages und deshalb, ja, muss man es wissen. Was ich aber damals schon relativ enttäuschend fand, war, dass man halt wirklich zu dem Zeitpunkt nichts Besonderes dazu bekommen hat. Also man hat halt, man bekommt diese DLCs hier gratis, hat dann noch so pseudomäßig dieses Nationalgarde-Outfit bekommen, wobei man das jetzt auch so kriegen kann. Und das war's. Und diese Season Pass-Events, die wurden halt versprochen.
sind ja aber dann erst heute quasi jetzt am 15. Juli im Spiel eingetroffen. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Da vorne sehe ich schon eine Kiste. Und auch, auf jeden Fall anständige Gegner, die ein bisschen was aushalten. Ich aber auch. So, machen wir einfach so. Damit dürfte das Ganze hier jetzt auch nicht ein so großes Problem sein. Wenn ich das richtig sehe, steht hier kein Bossgegner dabei, so wie in der Dark Zone. So. Da gab es noch eine Mod und jetzt gucken wir mal in die Kiste. Nachschublieferung aufgenommen. Oh, die geht in die Luft. Abwurfstellen geräumt. Alle Nachschublieferungen wurden eingenommen. Boom. So. Ich habe eben nur einen kurzen Blick mal eben nach oben riskiert, aber wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal im Inventar an. Stellen uns mal eben hier beiseite. Nett ist auf jeden Fall, dass es halt tatsächlich in der Open World droppt und nicht in der Dark Zone. Das wäre ja auch mehr als fies. Die Mod ist jetzt wenig interessant. Die hätten wir auch so gekriegt. Wir haben bekommen, eine Waffe haben wir bekommen. Die MK17 Polizeiversion auf 229er Wert. Was haben wir hier? Ah, muss ich mal gucken, was sich da mehr lohnt. Nett auf jeden Fall. 229 ist auch eine feine Sache. Kann man mitnehmen. Und dann haben wir noch bekommen ein Revolverholster, der auf jeden Fall dick ist. Also auch 229er Wert. Wie man sieht, pusht das meine ganzen Werte auch ganz schön. Aber da bleibe ich doch lieber beim Set-Item und drücke den, glaube ich, sogar in Schrott. Und bekommen haben wir noch, das ist nice, einsame Heldmaske auf 268. Das ist okay. Also für lau, für geschenkt quasi, kann man das Ganze natürlich mal mitnehmen. Ja, der Wahnsinn war es jetzt nicht. Ich hätte es persönlich noch ein bisschen spannender gefunden, wenn man da noch einen Bossgegner mit dran gesetzt hätte. Das wäre irgendwie... Ja, hätte noch ein bisschen mehr Drive gehabt. Man hätte das ja auch irgendwie auch wieder mit dem Gearscore skalieren lassen können, dass jemand mit einem niedrigeren Gearscore halt Level 30er Gegner nur bekommt oder so. Also am Ende das Ganze dezent mau. Nichts Spektakuläres, auf gar keinen Fall jetzt ein Grund zu sagen, wenn ihr euch vorher nicht sicher wart, ob ihr einen Season Pass kaufen wollt, müsst ihr den jetzt kaufen, weil das so mega geil ist. Das ist nicht... wer den Season Pass hat, kann sich natürlich freuen, weil er so nochmal auf ganz günstigem Wege an nette Items kommt, weil die Items gerade, die waren ja schon okay. Die waren sehr, sehr okay, möchte ich behaupten. Aber die könnt ihr auch so im Spiel kriegen. Also das... Kacke, ich wollte eigentlich in den Untergrund. Das ist jetzt... kein Grund, sich für horrendes Geld, also ich glaube, der Season Pass liegt immer noch bei 40 Euro, gerne in die Kommentare, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, er liegt bei 40 Euro, sich den jetzt deswegen zu holen. Also wenn man eh Bock auf die ganzen DLCs hat, dann bitte zugreifen. Ne? Wie gesagt, in meinem letzten Video hattet ihr ja schon mein Fazit zum Underground DLC, das ist ja auch recht positiv ausgefallen und wer sich jetzt sagt, so okay, ich vertraue Yubi da und möchte auch die nächsten DLCs haben, weil ich mir so sicher bin, dass die genauso awesome werden, wenn nicht noch awesomer. Was ist eigentlich die Steigerung von awesome? Eingedeutscht. Naja. Genau, der kann da natürlich zugreifen, aber bitte, bitte nicht für diesen kleinen, netten Event jetzt. Ja, mein Gott, das ging jetzt so schnell, dass ich einfach sage, gehen wir doch nochmal eine Runde in Underground, wenn wir eh schon dabei sind. Ansonsten hätten wir jetzt nur, weiß ich nicht, 10 Minuten Video oder so. Machen wir doch nochmal im Fix eine schwere Mission und gucken uns vielleicht nochmal genauer nochmal den Season Pass einfach an,
was ihr da in den Po gesteckt bekommt und was eben nicht. Auch wenn wir das alles schon mal durch haben oder hatten, das wäre jetzt so eine Idee, was man nochmal eben auf die Schnelle machen könnte. Gehen wir einfach mal eben an den Operationstisch. Eine Schwere reicht, glaube ich. Machen wir so. Momentan teste ich auch das nette Firecrest-Set mit, da musste ich mal eben der Truppe beitreten, mit dem geilen Zweier-Set-Bonus ist das, glaube ich. Muss ich gleich nochmal gucken, damit ich da keinen Mist erzähle. Habe ich eigentlich hier nachgeladen? Nee. So, also mit dem Zweier-Set-Bonus meine ich 100% Nachladegeschwindigkeit. Da sind wir natürlich im Falschen. Also, Zweier-Set-Bonus ist plus 3 Brandgeschosskapazität, Dreier-Set ist plus 100% Nachladetempo und der Vierer ist natürlich das Töten eines brennenden Zieles gewährt für 10 Sekunden lang Brandgeschosse. Also eine geile Sache, wenn man da seine Skills, seine Fähigkeiten halt noch so ein bisschen, nicht seine Skills, seine Fähigkeiten, die man auswählen kann, so ein bisschen noch auf dieses Set zuschneidet, kann man halt wirklich relativ straight durch Brandmunition ballern. Und was halt wirklich nice ist, ist dieser Dreierbonus mit dem Nachladen, der so ein bisschen auch für mich jetzt gerade das einsame Held-Set ersetzt. Beim einsamen Held war ja das Geile, dass ihr, sobald ihr eine Waffe gewechselt habt, ein volles Magazin wieder hattet. Hier ist es jetzt so, dass durch Waffenwechsel das Magazin natürlich nicht voll geht, aber ihr so schnell nachladet, dass alleine durchs Nachladen das Magazin ähnlich schnell wieder voll ist, wie beim einsamen Held durch, also hier, man sieht hier, klack, und drinne ist das. Genau, also wie beim einsamen Held durch den Waffenwechsel. So, das dazu, das mit den, mit dem Brandgeschossen, da bin ich noch ein bisschen am Testen. Ich will halt irgendwie noch nicht so wirklich meinen Impulsgeber ablegen. Werd das wohl aber mal machen müssen und vielleicht mal diese, diese Explosionsmine wählen müssen, weil halt jeder Gegner, der durch Flammen stirbt, ja für 10 Sekunden war es, glaube ich, Brandgeschosse gewährt. Also, wenn man da pfiffig ist, kann man in einem Bossfight am Ende... Hauptsache, wir rennen hier alle wie die Lemminge durch die Gegend. Genau, kann man halt in so einem Bossfight am Ende, wenn man eh gerade mit Brandmuni schießt, halt wirklich straight durch auf Brand ballern und da jede Menge Damage machen. Brandmunition ist ja immer eine gute Sache, um dicke Gegner zu knacken. Aber wie gesagt, da bin ich momentan noch ein bisschen am Rumexperimentieren, bin mir da auch noch nicht so ganz schlüssig, wie ich da das Ganze machen soll. Vielleicht wäre auch der Brandgeschützturm noch eine Idee, den man da nehmen kann. Den Brandgeschützturm, dieser Flammenwerfergeschützturm. Vielleicht wäre der da nochmal ganz sinnig, den mit reinzunehmen. Ansonsten, mir würde es eigentlich auch schon reichen, dass wenn ich bei einem Bossfight meine Brandmuni zünde, dass dann halt durchgehend Brandmuni auch zur Verfügung steht. Aber das ist momentan noch im Experimentiermodus, da muss ich noch gucken. Also das ist jetzt gerade mein zweiter Lauf mit dem Firecrest gedönst. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. So, Vorräte zerstören. Haben wir, glaube ich, schon gemacht. Mal eben scannen. Ach, ich eier hier auch gerade wieder hart rum. Ich stelle immer wieder fest, labern und spielen ist gar nicht so einfach. Ja, zum Season Pass nochmal. Beim Season Pass bekommt ihr, falls ihr das Video bei uns nicht gesehen habt oder generell euch da nicht informiert habt, halt alle 3 DLCs dazu. Die ersten beiden DLCs waren ja gratis. Das Konflikte und das Incursion-Ding. Oh, ich brauche Heilung. Danke. Die waren ja gratis und das Underground-DLC oder der Underground-Untergrund-DLC hier ist ja der erste, der dann tatsächlich Geld kostet. Der ist dann natürlich mit drinne und 2 weitere Folgen noch. Schande über mein Haupt. Ich habe jetzt die Namen der beiden vergessen.
Die Namen gibt es nämlich schon. Einer soll, glaube ich, noch Richtung August kommen und einer Ende des Jahres. Und was da genau zu sehen gibt, da kann man jetzt... Kollege, ich glaube, wir sind mächtig falsch gelaufen, oder? Nee. Genau, was es in den DLCs da genau zu sehen gibt, darüber kann man jetzt nur spekulieren. Da gibt es noch keine Infos, außer halt die Namen der DLCs und halt Bildchen. Mehr gibt es da momentan noch nicht. Deshalb kann man da halt nur spekulieren. Das haben wir auch alles schon gemacht. In der 0,5. Folge war das, glaube ich, auf diesem Channel. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken und euch da meinen geistigen Durchfall geben, den ich da von mir gelassen habe. Ich glaube, das Ding da hinten... Nee, das habe ich noch nicht. Nice. Dann fehlen jetzt 5 Stück von denen noch. Aber was muss, das muss. Ich meine, da sind genug Luxushütten, in denen wir spielen könnten. Aber wir waren hier unten, als der Sturm losging. Wir sind hier Die Baller hören wir jetzt sowieso nicht mehr. Dann kann ich mich auch wieder einschalten. Ja, ansonsten gibt's beim Season Pass nichts Besonderes. Warte mal. Ah, na toll. Ich hab nicht mal Brandmunition dabei. Peinlich, peinlich. Von daher kann ich natürlich auch keine Brandmunition bekommen, weil ich auch sonst nichts habe, was Brandschaden macht. Das ist ja toll. Da will ich hier so schön das Set zeigen und das geht mal voll in die Hose. Also wie gesagt, im Season Pass habt ihr alle drei Kauf-DLCs drinne. Damals wurde noch so ein bisschen angepriesen, dass halt dieses Nationalgarde-Set da drinne ist. Das wäre halt ein optisches Ding gewesen. Aber auch das bekommt ihr mittlerweile so. Ich meine, allerdings muss man das kaufen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, dafür muss man auch mal eben hier 3,50 Euro oder so ausgeben, dann hat man auch das. Also im Endeffekt einfach nur ein etwas kostengünstigerer Deal für alle DLCs und jetzt tatsächlich, wie man in dieser Folge sehen konnte, endlich mit Season Pass Events. Wie gesagt, Yubi hat gesagt oder Massive hat gesagt, das ist erst die erste Phase dieser Events, aber... ja, was man darauf geben soll, das sei jedem selbst überlassen. Man sieht ja hier, oder hat ja hier dran gesehen, ne, wie lange das Ganze schon versprochen war. Und was eiert ihr denn da noch rum? Und wie lange es gedauert hat, bis man jetzt halt diese Kleinigkeit, diesen Furz im Endeffekt implementiert hat. Also, nochmal zusammengefasst. Season Pass Events ab jetzt im Spiel drinne. Phase 1 des Ganzen. Das Ganze sind... Nachschublieferungen, die für euch in der Open World droppen. Das Ganze immer zum 1. und zum 15. des Monats. Das heißt, wenn ihr eine Kiste, die am 15. gedroppt ist, bis zum 1. nicht geholt habt, dann wird die durch die Kiste vom 1. ersetzt. Also es ist nicht so, dass ihr, wenn ihr jetzt nachträglich den Season Pass holt oder den habt und die nächsten 3 Monate nicht spielt, dass dann auf einmal 8 Kisten in der Open World liegen. So ist es dann nicht. Tschüss Jungs, vielen Dank fürs Mitnehmen. So ist es dann nicht. Also es wird immer nur eine Kiste da sein. Deshalb, wenn man Bock drauf hat, halt schnell holen. Ja, genau. Kiste wird immer von 32er Gegnern bewacht. Man hat gerade gesehen, das ist jetzt keine große Herausforderung. Ihr kriegt gesichert immer 3 Items in Set-Qualität und in High-End-Qualität. Oder in High-End-Qualität, hat man ja auch gerade gesehen bei mir. Wobei das Ganze auch einfach nur ein gelber Holster sein kann, so wie bei mir. Ob man den jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Was ich natürlich noch nicht sagen kann, ist, ob man vielleicht auch Glück haben kann. Und da sind 3 Set-Items drin. Ich schätze aber, dass es immer so aufgeteilt sein wird. Eine High-End-Waffe, ein Set-Gegenstand und ein High-End-Item, also ein High-End-Ausrüstungsstück. Genau. Das ist es. Das wär's. Viel mehr gibt es nicht, aber wenigstens haben sie es reingepackt und einen geschenkten Gaul guckt man ja bekanntlich nicht ins Maul. Also, von daher, wenn ihr Bock drauf habt und eh schon einen Season Pass habt, dann
holt euch die Dinger doch einfach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesen ganzen Event-Gedönse haltet, ob ihr da noch Hoffnung habt, dass es besser wird oder ob ihr denkt, dass das Ganze einfach nur stagniert. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen da lassen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, freue ich mich über jedes Abo, das ich bekommen kann. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Reingehauen.